Morgen, Minecraft, und herzlich willkommen zum Let's Show für unseren Dönerladen in der neuen Stadt von Sternchen. Dann legen wir mal los. Ja, wie ihr in den Streams gesehen habt, passiert hier eine ganze Menge und ja, ich freue mich, mit hier als Bauteam dabei zu sein. Und ich werde im Laufe der nächsten Zeit auch Geschäfte bauen, die mir am Herzen liegen. Die werden zwar nicht eins zu eins kopiert sein, aber zumindest, dass der Name auftaucht und zumindest, dass sozusagen das, was ich dafür empfinde, für die Geschäfte hier schon. Am Manzara, die Kebab-Kultur, ist der Dönerladen, wo ich immer hingehe und nicht nur einen Döner finde, sondern inzwischen echt auch einen Freund, der mir wichtig ist. Gucken wir uns den Laden mal von außen an. Das ist ein recht einfaches Geschäft hier. Längsbau ähnlich wie der erste Manzara auf der Karte von Sternchen, die es leider nicht mehr gibt. Deswegen haben wir eine neue Stadt angefangen. Ja, und dann gucken wir uns den Dönerladen mal an. Haben wir erstmal eine schöne gedeckte Farbe, gemütliche Sitzecken hier. Und hier ist dann der Verkaufsbereich, wo die beiden Spieße gerade vor sich hin grillen. Hier ist die Kasse. Genau. Hier haben wir die Soßen, Knoblauchsoße, scharfe Soße, Cocktailsoße. Und dann kann man hier das Fleisch abschneiden, kann hier mit den Knöpfen noch ein bisschen was einstellen. Und hier noch fürs Brot backen was. Hier ist gerade so ein bisschen Brot. Und hier ist die Kasse. Dieser Abschnitt hier, so sieht der Dönerladen tatsächlich bei mir aus, bei dem ich hingehe. Aber der ist im Einkaufszentrum und hat nicht nur extra Stühle, hat er auch, aber die sind dann halt im Einkaufszentrum. Aber ich wollte einen eigenen Laden gönnen. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Manzara, die Kebab-Kultur. Genau. Dann haben wir hier ein paar Sitzgelegenheiten. Das hier ist hier der Eiran-Kühlschrank. Man kann hier auch auf Toilette gehen. Schlüssel gibt es an der Kasse. Und hier ein schönes Waschbecken, Pissoir und Toilette. Dann gehen wir mal rein. Dann haben wir hier den Aufenthaltsraum fürs Personal, ganz klein gehalten. Ist auch hier durchbegehbar. Ja, und hier ist die Küche. Schlicht, Edelstahl. Herde, hier ist was zum Abwaschen. Ihr kennt das, wo man das Geschirr an die Seite rein und dann kommt es auch anders wieder raus. Aber hier ein Waschbecken, hier ein paar Kräuter rumstehen. Sehr schön. Und allein das Bild ist es schon wert, dass es hier einen Dönerladen gibt. Manzara, die Kebab-Kultur, ein kleines Let's-Show von Bellof 23. Viel Spaß damit. Haut rein, auf Wiedersehen!